Wir haben ja Via Mala, der John Knickl-Roman Via Mala, haben wir jetzt auch schon bereits in der Via Mala Schlucht im Besucherzentrum gespielt. Das war eine Idee von Anfang an, dass wir es versuchen, einerseits in der Guckkastensituation, in der Blackbox zu machen, was sehr passend ist, wenn man die inneren Bilder hat, aber dass wir es auch wagen, eben Orte aufzusuchen. Ich kenne den Versuch. Von Felsenwänden eingekesselt, tief drunten im Gischte der Wasser des Rheins, der durch die Schluchtenkerben tost. Also wirklich, da fragt man sich schon, warum der Mensch nun ausgerechnet diesen finsteren Erdenwinkel eroberte. Ja. Sonderbar, wo überall Menschen leben. Via Mala. John als Bündner und ich als Deutscher und John als ein großer, kräftiger Mensch und ich doch etwas, das Pendant dazu. Da hatte ich auf einmal so viele Möglichkeiten, wie man die Geschichte erzählen kann. Also sie ist wahnsinnig politisch aktuell. Wie wir als Gesellschaft mit Verwahrlosung umgehen, wie wir umgehen mit Not und all das wird verhandelt in dieser Geschichte. Ne? Und so einen Vater soll man lieben. Das hat doch keinen Zweck. Er bog von der Straße ab, aber als er im Hundshüsli ankam, fand er es leer. Wie so ein Blumenstrauß haben wir ganz verschiedene Charaktere, die wir zu spielen haben und die wir ja bespielen müssen. Wir sind ja nur zu zweit, wir spielen auch Frauen. Und da ist es eigentlich sehr schön, dass man oft diesen Unterschied mitbekommt, von einer Minute zur nächsten, wie sozusagen der Status sich verändert. Nicht aus dem Sinn, die Luft bis kühl und bis dunkel. Für uns als Spieler, ich muss sagen, es gibt wenig so Anspruchsvolles mit so vielen wechselnd dauerndem 90-minütigen ständigem Spiel, so verschiedene Spielstile und so. Das ist richtig herausfordernd. Danach bin ich auch ziemlich erschöpft jeweils. Ja. Das ist die Schnitttechnik einfach des Films, ne? Dass du das wie filmisch wie ein Drehbuch auflöst und dass du unglaublich schnell den Ort und die Figur wechselst. Und der Witz ist eben nur, dass wir das alles im Prinzip selber machen. Ja, was soll bloß noch werden? Ja, was soll bloß noch werden? Börse, Crash und Inflation. Ja. Zum Glück habe ich Mitgift von Luise. Fest angelegt in Goldobligationen. Ach was, fest angelegt in Gold. Ja, fest. Die Anna, Hanna, hielt eine Laterne in der Hand. Wer ist da? Kam es Todos von der anderen, der Mutter.